Mein Name ist Stefan, bin seit 22 Jahren bei der Firma Lindner und bin für die Niederlassung Wand in der Schweiz zuständig. Im Hintergrund sieht man das Bauvorhaben POZ Zürich. Das ist das Polizei- und Justizzentrum des Kantons Zürich. Hier in dem Bauvorhaben bin ich jetzt seit 2015 tätig gewesen. Angefangen hat das ganze Projekt in der Vorberatungsphase mit dem Architekturbüro Theo Hotz, mit denen wir bereits ein anderes, größeres Projekt vor Jahren verwirklichen haben können. Aus diesem Grund ist da ein enger Kontakt entstanden und wir haben gemeinsam dieses Projekt, so wie es jetzt dasteht, entwickelt. Bereits in der Vorprojektphase habe ich das Architekturbüro mit den technischen Details und Ausarbeitung von Sonderkonstruktionen unterstützt. Später im Verlauf ist dann eben das Ganze zur GU-Ausschreibung auf den Markt gekommen. Hier wiederum haben wir dann diverse Generalunternehmer in der Offertstellung technisch sowie preislich unterstützt. Und nach Entscheid aus der GU-Ausschreibung konnte eben HES Real Estate den Auftrag für sich gewinnen. Und wir haben dann gemeinsam das Projekt über die gesamte Bauzeit mit dem Generalunternehmer begleitet. Verbaut wurden in dem Projekt sämtliche Wandsysteme aus der Lindner Produktfamilie, sowohl auch Sonderkonstruktionen, die speziell für dieses Projekt entwickelt wurden. Standardprodukte in dem Projekt waren diverse Glassysteme, Vollwandsysteme, Wandverkleidung und Türsysteme. Sonderkonstruktionen, wie eingangs erwähnt, waren spezielle Innenfassaden mit Brandschutzanforderungen und Absturzsicherheit. Zusätzlich haben wir auch eine durchschusssichere Tür in der Forensik entwickelt, die wo mit Beschusstest etc. getestet wurde und auch zertifiziert ist somit. Ein weiteres System, was hier komplett neu entstanden ist, ist unser neues Warnsystem Lindner Life Clear, das wo speziell auf Kundenwunsch dieselbe Optik haben sollte wie ein Einscheibenverglasungssystem, nur mit höherer Anforderung an den Schallschutz. Und das ist ja hier aus diesem Projekt entstanden, was mittlerweile auch zum Standard in unserem Sortiment geworden ist. Die große Besonderheit bei dem Projekt war für mich eben die hohe architektonische Anforderung an das ganze Gebäude im Innenausbau, das wo bei uns im Haus bei diversen Stellen mit Sonderlösungen abgedeckt worden ist, die wo speziell für das Projekt entwickelt worden sind. Das besondere Highlight in dem Projekt war das Teamwork untereinander, sprich seitens Generalunternehmer, Architekturbüro und den Kollegen aus meiner Abteilung. Gemeinsam haben wir es geschafft, dieses Bauvorhaben termingerecht zu realisieren.